Hallo. Als Tischler wird man ja oft als Problemlöser bezeichnet. Ein Problem wollen wir heute auch lösen, nämlich ein Problem, das Michael hat. Wer ist Michael? Mein Nachbar? Aber den meine ich nicht. Michael, der meinen Strom macht? Nee, den meine ich auch nicht. Ich meine Michael Truppe, also Let's Bastel. Der hat ja diese Teile hier hergestellt und hat mich angerufen und hat gesagt, Alter, ich habe irgendwie ein Problem, ich kriege die nicht verbunden. Jetzt habe ich die Teile hier. So ganz verstehe ich das Problem nicht. Ich verstehe es nur so ein bisschen. Also er möchte die Teile mit der Dominofräse verbunden haben. Und zwar soll das Ganze am Ende hier so stehen. Ich meine entweder so oder so. Nee, so rum. So. Und das ist natürlich auf den ersten Blick ein bisschen blöd, weil man jetzt nicht so rasend viele Anlaufpunkte hat, wo man das Ganze schön anzeichnen kann. Nichtsdestotrotz ist das natürlich überhaupt nicht wirklich unmöglich. Gerade wenn man viel mit der Dominofräse arbeitet, kennt man ja den einen oder anderen Trick. Und deswegen nutzen wir jetzt dieses Projekt in großen Anführungszeichen, um mal zu gucken, was für Tricks man eigentlich anwenden kann, wenn man so kleine Teile verbinden will, die dann auch noch viele Winkel haben. Denn da muss man dann doch ein paar Sachen bedenken. Und laut geklatscht, damit alle nochmal hinhören, ganz wichtig, nach diesem Teil gibt es etwas ganz Wichtiges zu sagen für alle Tischler, Lehrlinge, Auszubildende oder wie auch immer. Also Ohren gespitzt halten, der Teil kommt nach diesem Teil. Jetzt erstmal, wie verbinden wir das? So soll das Ganze aussehen. Wenn man sich das so anguckt, sieht das natürlich irgendwie deutlich komplexer aus, als es eigentlich ist. Am Ende ist es ja eigentlich nur so, dass wir dieses Teil hier hinten, und ich schätze mal, so möchte er es haben, dass es hier mit der Kante bündig ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir müssen dann nur beim Winkel die Mitte anzeichnen und dann übertragen, wo wir unseren Domino sozusagen hier ins Bein fräsen. Ich habe übrigens kein Corona, sondern Allergie. Der nächste Trick ist, hier passt selbst der kleine Domino nur sehr, 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 sehr begrenzt rein. Was wir jetzt machen, wir müssen uns überlegen, das wird, denke ich, mal ein Gestell. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig viele Informationen dazu. Aber ein Gestell will ja meistens eher auseinander, als dass es seitlich bricht. Das heißt, wenn wir den Domino hier einfach nur ganz leicht einfräsen, trotzdem aber natürlich passend einleimen, dann dürfte das trotzdem ein relativ stabiler Zapfen sein. Und wir fräsen einfach dann hier nur 5 mm rein, auf der anderen Seite dafür dann etwas weiter. Das haben wir auch bei diesem Projekt hier letztens gemacht, bei der Bank, die wir gebaut haben. Das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Was wir auch noch machen, wenn wir das gleich verleimen, wir nehmen auch noch den super guten Quick and Thick Leim. Der ist ja besonders gut für Hirnholzverleimung. Das heißt, wir zeichnen mal alles an. Ich zeige euch, wie das geht. Das ist eigentlich, wie gesagt, jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk. Und dann fräsen wir. Wir haben jetzt also hier und hier unsere Anreißlinien. So passt das Ganze dann schön zusammen. Und die beiden Kanten laufen mehr oder weniger aufeinander zu. Und wenn ich jetzt hier den Domino drauflege, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin fast verleitet zu sagen, komm, wir machen doch die volle Länge rein. Wenn wir ein bisschen nach links verschieben würden, würde das auch gehen. Das heißt, wir dürfen ihn nicht mittig fräsen. Trotzdem, ich bin hin und her gerissen. Was machen wir? Ene mene mu. Wir fräsen ihn doch auf voller Länge im Nu. Dafür muss ich jetzt einfach nur die Mittellinie, also den Riss, etwas weiter nach links verschieben. Also etwas weiter nach hier. Das zeichne ich jetzt nochmal neu an. Und dann fräsen wir ihn doch einfach passend rein. Und dann geht das los.
verleimt ist die Geschichte. Und wir sehen, wir nehmen einfach hier so einen 45-Grad-Abschnitt, zwingen den auf die andere Seite, beziehungsweise zwingen nicht in dem Fall, sondern machen wieder den blaues Klebeband, doppelseitiges Klebeband-Trick. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Zumindest trocknen beide jetzt. Das, ja, ist schon die Lösung für das Problem, hoffe ich. Die große Frage ist, kriegen wir solch fragile Teile mit der heutigen Post heile wieder zurückgeschickt? Ich habe, was das angeht, mehr Zweifel, als was den Leim angeht. Denn ich habe mit dem Versand von größeren Möbeln auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Aber darum soll es nicht gehen. Aber apropos Möbel, ich hatte ja gesagt, ich habe etwas für alle, die in der Ausbildung sind. Und das habe ich tatsächlich. Und zwar kriege ich von euch ganz oft Nachrichten, dass ihr eigentlich irgendwie euch so ein bisschen im Stich gelassen fühlt, kein Werkzeug habt im Betrieb, auch alles so ein bisschen schwierig ist. Ich möchte euren Betrieben nicht zu nahe treten, ich möchte mich da auch nicht einmischen. Deswegen mache ich jetzt einfach was ganz anderes, was völlig eigenes. Ich werde jetzt jeden Monat ein Tischler-Starter-Paket an einen Lehrling, Auszubildenden verschenken. Warum? Warum nicht? Man kann auch mal was zurückgeben. Ich weiß, dass sich auch alle Heimwerker darüber freuen würden. Aber ich möchte das jetzt gerne wirklich erstmal aufs Handwerk beschränken, weil ich einfach finde, dass die Ausbildung super gut ist. Ich finde das auch sehr wichtig, auch wenn ich sie ja selber nur als Meister gemacht habe und nicht als Geselle. Ich möchte das unterstützen. Deswegen gibt es jetzt den Hashtag, den ich schon wieder vergessen habe. Jonas hilft aus. Hashtag Jonas hilft aus. Schreibt unter diesem Hashtag gerne unter dieses Video. Schreibt mir damit eine Mail. Schreibt mir bei Instagram. Und ich werde, wie gesagt, jeden Monat jemanden aussuchen. Was genau in so einem Starter-Set drin ist, das werden wir uns irgendwann hier auf dem Kanal nochmal anschauen. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Monat sagen, wer gewonnen hat öffentlich. Ich werde das Ganze so ein bisschen in Anführungszeichen unter der Hand machen. Es gibt also dann für denjenigen eine Mail, dann brauche ich die Adresse, dann schicke ich dir das Paket zu, wenn du gewonnen hast und dann kannst du mit Spaß in der Ausbildung weitermachen. Das ist so ein ganz kleiner Beitrag zu dem, was man vielleicht leisten kann. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund vom Handwerk. Ich sehe die Ausbildung und alles, was damit zusammenhängt, vorsichtig gesagt, sehr, sehr kritisch. Nichtsdestotrotz ist das der Weg, den man in Deutschland geht. Und wenn ich euch bei diesem Weg in irgendeiner Art und Weise außerhalb von meinen Videos helfen kann, dann möchte ich das sehr, sehr gerne tun. Deswegen Hashtag Jonas hilft aus. Ihr schreibt mir, ich schreibe Michael bzw. packe eine Kiste und hoffe, dass ich das irgendwie zurückgeschickt kriege. Und dann müssen wir mal abwarten, was er überhaupt daraus bauen will. Denn so zusammengebaut sehen die Füße sehr klein aus. Aber mir ist es eigentlich egal. Ich warte aufs Endergebnis. Ihr könnt auch gespannt sein. Michaels Kanal brauche ich euch zwar eigentlich nicht verlinken. Ihr kennt ihn alle. Ich tue es trotzdem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann wieder irgendwas anderes. Ein Projekt für uns, für euch, für die Welt. Wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Macht es gut, hört den Podcast und tschüss.